meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch auf das 2. Ach Gott, die Cheater-Map schlechthin. Da bin ich aber gespannt. Letztes Mal war es ja Office. Und da war alles so ein bisschen, bisschen kurz. Aber hier haben wir doch hoffentlich extrem aussagekräftige Geschichten am Start. Naja, naja. Das war ja schon mal ein ganz guter Anfang. Er frisst als Suspect Arena. Wir gucken mal. Naja, 504. Da kann man jetzt auch nicht allzu viel herauslesen, zumal der City Lamp Boy deutlich besser steht als er. Und sie sind auch insgesamt gerade noch am Verkacken. Wer weiß, ob sich das jetzt irgendwie gleich ändern wird. Also, die AWP steht im Window und chillt einfach. Läuft jetzt aber auch davon. Seine Mates wollen da Richtung lang und auf Mitte ein bisschen Rabatz machen, was sie auch tun. Die Cities laufen sogar durch oder versuchen es. Ja, jetzt ist sogar die 5 durch. Er chillt jetzt hier drauf. Wir gucken mal genau, wie er abaimt. Okay, okay, okay. Also er versucht sich schon zumindest, also er versucht sich ganz gut zu vergewissern, dass da niemand on site ist. Und jetzt kommt er von hinten ran an die Jungs. Okay. Ich meine, er aimt so ein bisschen wie ich, unentschlossen. Also er guckt schon so, er guckt in die Richtung, aber das Fadenkreuz ist nicht zwingend da, wo man sein sollte, um halt dementsprechend auch mal ein Killy Vanilli einzufahren. Ach du Scheiße, Alter. Die haben ihn jetzt aber hart erwartet, oder? Haben die gewusst, dass er da kommt? Was sind wir hier gerade vielleicht auf dem Falschen drauf? Okay, jetzt geht sie Richtung A lang. Mal gucken. Also vielleicht macht er auch irgendwas mit dem Team. Möglicherweise ist er nicht nett zu seinem Team. Also zieht nicht mit, wobei das gerade gut aussieht. Möglicherweise schreit er auch rum. Das können wir ja leider nicht überprüfen, was ich nach wie vor sehr schade finde. Ich finde, es sollte grundsätzlich so sein, dass der Chat auch mit überwacht werden kann vom Overwatcher. Weil es ja auch einfach... Es gibt ja extra den Punkt Chat Abuse. Chat Abuse. Und wie soll man diesen Punkt überprüfen, wenn man den Chat nicht sehen kann? Klar hat es was mit diesen Persönlichkeitsrechten und so was weiß ich zu tun. Aber ich würde einfach am Anfang schreiben, ey, wenn du hier spielst, gehst du automatisch damit d'accord, dass man deine Stimme möglicherweise in einem Overwatch sieht und dass du hört und dass man deinen Chat sehen kann, was du schreibst. Und fertig. Würde ich gar nicht groß rumkacken mit den Leuten. Weil, ja, da gibt es ja mitunter auch Leute, die halt einfach Musik anmachen und die ganze Zeit nur schreien oder sowas oder halt einfach rumschimpfen. Und davon hast du ja auch nichts, ne? Ist ja genauso störend wie jemand, der die Plays nicht macht. Okay, der Longboy ist geflasht. Oh, Alter, der nascht direkt wieder. Ist überhaupt irgendwas schon passiert, seitdem wir hier gucken? Macht er überhaupt irgendwas? Haben die echt den Legend einfach, weiß ich auch nicht, reported oder wie? Hat er vielleicht gesagt, dass er den Hacker im Gegnerteam reportet und dann hat einfach das gesamte Gegnerteam, weil sie alle hacken, ihn reportet? Ich weiß es nicht. Manchmal, also bei solchen Fällen wirkt es dann so. Mal gucken. Vielleicht kommt jetzt ja gleich noch irgendwie ein Hardcore-Grief. Ich meine, das gerade eben war jetzt halt dumm geblockt, aber da haben sie beide ja reingekackt, das kennt man ja. Du willst deinem Kollegen helfen, er will weg und dann blockt ihr euch beide und sterbt dann am besten auch noch beide, ne? Weil du nicht hinkommst, um zu helfen und der andere nicht wegkommt. Können wir immer ein Stück spulen? Obwohl, dann ist es wieder so kurz eine Aussage, unaussagekräftig. Wir warten mal noch kurz. Also er geht jetzt mit dem Kollegen auf B hier mit der Bombe und Rossana sitzt da. Ach, geflasht. Ich wollte gerade sagen, hä, wie hat er denn jetzt eben den Assist geholt? Aber es war die Flash. Ja, sie kommen gut auf B drauf. Er ballert da ein bisschen rum. Vielleicht fängt er am Ende an, sich zu drehen, wer weiß. Ich kann mir es... Ich möchte es mir dann einfach nicht vorstellen oder ich wünsche es mir natürlich nicht. Ich wünsche mir, dass er einfach zu Unrecht reported wurde und mal wieder irgendwelche Dummbeutel vielleicht einen Shot von ihm gefressen haben und dann direkt wieder sagen, ich sinking. Das ist immer so meine Wunschvorstellung. Aber leider fangen die Leute dann doch an, sich zu drehen kurz vorm Ende des Overwatches. Mal schauen. Also jetzt ist ja noch alles im Lot. Er hat IUP. Ihm ist bis jetzt noch kein einziger Kill gelungen, seitdem wir zugucken, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat echt noch nichts gemacht. Vielleicht erwischt er gleich einen Lucky durch die Wand. Sein Kollege macht das ja, das Cyclone. Möglicherweise ist er einfach nur ein Cheater in seinem Team und die CTs haben den falschen reported, ja. Gucken wir mal. Also auch wie er den Kram schmeißt, ist komisch. Er glotzt so hart auf den Boden, das wirkt einfach wie jemand, der ganz frisch angefangen hat zu spielen. Ich meine, gut, vielleicht wollte er einfach das Ding close werfen, aber er wirkt auch jetzt nicht so, als wenn er voll auf der Höhe wäre. Und so ein Hardcore-Profi. Er dümpelt einfach vor sich hin und gibt sein Bestes und wird einfach dafür reported. Wie frech ist das? Pass mal auf. Ich spiele gerade durch, wie das wohl
wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass im Gegnerteam ein Cheater ist. Er callt den Cheater out und sagt, du cheatest. Jungs, lasst den reporten. Und das Gegnerteam sagt, nein, aber wir reporten jetzt dich oder so, weil wir alle hacken, keine Ahnung. Und deswegen kommt einfach ein Legit ins Overwatch. Aber die 5 reichen ja auch nicht aus. Es müssen ja auch noch andere Spiele gewesen sein, in denen er reported wird, eigentlich. Oder seine Mates müssen ihn auch noch hinzukommen zu reporten. Das hat man ja auch manchmal, dass man sich zusammenschließt. Dass die Gegner schreiben, ey, sorry, bei uns ist wirklich ein Hacker. Wir haben ihn alle schon reported, reportet ihn bitte auch. Das kann ja sein. Aber auf ihn trifft es ja zumindest vom Score her nicht zu, dass die Gegner sagen, ja, der hackt bestimmt mit seinen 5 Killi-Vanillis da. Er ist da komplett weit abgeschlagen. Das war's echt. Das war's schon. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, ne? Also es war kein Vision da, es war kein Aim Assist da, es war kein Bunny Gehoppe da. Das Einzige, was sein könnte, ist sein Chat, dass er was im Chat gemacht hat, aber das kann ich ja nicht lesen. Ich raff's nicht. Also das mache ich jetzt hier auch vor euch. Ich denke, wir sind uns da wahrscheinlich alle einig, dass da nichts ist, weil er hat ja nichts gemacht, null. Aber er hat auch nicht so wenig gemacht, dass man ihm Grief vorwerfen könnte, er ist ja mitgelaufen. Ich raff das nicht. Scheinbar hat hier wirklich ein Legit jetzt mal eine harte Drückung bekommen, aus Gründen, die wir uns noch denken müssen. Also da würde mich natürlich... Glaubt ihr, dass es wahrscheinlich, was ich gesagt habe, dass im Gegnerteam die Hacker sich zusammenschließen, die er reporten wollte oder vielleicht öffentlich reportet hat, ne, indem er diese Report-Nachricht in den Chat gehauen hat, dass sie einfach zu fünft ihn reportet haben? Und das ist schon zweimal passiert, in zwei, drei Spielen vielleicht? Ich weiß es nicht. Wie derb ist das? Keine Ahnung. Leute, es war mal wieder Chat. Etwas spätes Video heute, ich weiß, sorry. Wir waren unterwegs jetzt am Wochenende und deswegen habe ich nicht allzu viel auf die Reihe bekommen, aber nächste Woche geht es dann wie immer ganz normal weiter. Der nächste Stream ist dann wieder am Freitag, am Dienstag, sorry, also in 2 Tagen. Dienstagabend, 18 Uhr geht's wieder los und morgen sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, mich würde natürlich jetzt auch interessieren, wie ihr diesen Fall nicht bewerten würdet. Oder doch auch das, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass der Legit ist. Aber wie ist das zustande gekommen, dass er reported wird? Warum sehe ich ihn im Overwatch und nicht den anderen, der ihm, ich glaube in der ersten Runde, wo er so sneaky bei Mitte hinten City stand, unten, und auf einmal direkt die AWP geflogen kommt. Wapp! Naja, Leute, bye bye!